Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen OMSI 2 Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie man den OMSI 2 SweetFX Mod installiert. Viele haben danach gefragt, hey, kannst du mal ein Tutorial machen? Und ja, das machen wir heute. Ihr müsst einfach alles nur nachmachen, was ich mache, und dann habt ihr auch einen Grafikmod installiert. Ihr geht hier auf diese Seite, Link ist in der Beschreibung, und wir gehen hier auf diesen Download-Link. Download immer die neueste Version. Dann gehen wir hier auf Download und speichern das Ganze. So, wie ihr es getan habt, dann öffnen wir hier diese Datei SweetFX 2.0.1 Exe. Dann auf Ja gehen, wenn er nach Administratorrechten fragt und so, ne? So, dann gehen wir auf Weiter. Dann seht ihr hier die wichtigen Hinweise zum Aktivieren und Deaktivieren, die Endetaste, Screenshot mit der Druckentaste und den SweetFX neu laden lassen, die Entferntaste. Könnt euch nochmal extra aufschreiben, wenn ihr wollt. Und ja, hier seht ihr die ganzen Änderungen 2.0, Helligkeit reduziert, Bildschärfe angepasst, Nachthelligkeit erhöht, Blumenshader hinzugefügt, HDR hinzugefügt, SMAA-Einstellungen angepasst, Tastenbelegung aufgrund von Differenzen angepasst. FAQ, Fragen-Antwort-Quelle, Fehler-OMSI zeigt mir eine Zugriffsverletzung an, Steam-Community im Spiel deaktiviert und. Also wenn ihr das hier seht, dann, also falls ihr einer von diesen Fehlern habt, dann könnt euch das auch noch helfen. Aber ich habe persönlich gar keine Probleme damit und ich kann es echt nur jedem empfehlen. So, wir gehen auch weiter. Dann ist es ganz wichtig, OMSI 2 Hauptverzeichnis raussuchen. Geht hier auf diesen Punkt, 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 ne? Und dann sucht ihr quasi euren OMSI-Ordner raus. So. Common OMSI 2, okay, und dann geht ihr auf Weiter und auf Start. So, nun wurde es erfolgreich installiert, ne? Und dann gehen wir auf Ende. So, dann starten wir mal OMSI. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, ne? Ja, das Tutorial sollte eigentlich am Donnerstag rauskommen. Jetzt ist Samstag. Ja, das Problem ist umzugmäßig. Wir hatten auch noch einiges zu tun gehabt zu Hause und ich war danach echt richtig krumm belangt gewesen und da hatte ich keinen Nerv gehabt, noch ein Tutorial aufzunehmen, obwohl es eigentlich ein ganz kurzes Tutorial ist. Aber ja, Knie sagt nein, die war völlig breit gewesen und wollte ich mir ehrlich gesagt nicht noch antun. Ne? Umzug ist jetzt soweit alles vorbei. Es gibt halt noch Samstag ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Aber sonst sind die ganzen, ja, ganzen Schränke, der ganze Kram ist endlich hier raus und in der neuen Wohnung von meiner Schwester und somit sind wir eigentlich fertig. Nee, also Gott sei Dank, es war anstrengend gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja bei einigen Umzügen geholfen. Aber Knie sagt immer noch nee. Und das ist ja das Bescheuerte. Also damals hatte ich keine Probleme, aber dieser Umzug hat mich echt in den Wahnsinn getrieben. Wenn man das so sagen kann, ne? So, wir starten mal. Gugundorf ist eine schnelle Karte, die ich schnell zum Fertigladen kriege. Und gehen dann auf Start. So. Ja, SweetFX ist quasi, ja, ein Grafikmod, was halt OMSI 2 an der Grafik her verbessert. Ich muss dazu sagen, dass SweetFX meiner Meinung nach, glaube ich, gar nichts an FPS verliert, also man verliert dadurch gar keine FPS. Wir können es ja mal gleich ausprobieren, das habe ich glaube ich noch nicht gemacht, ob man wirklich FPS-Verluste hat durch diesen Grafikmod.
Ja, das werden wir gleich ausprobieren. Und ja, also mit SweetFX sieht OMSI wirklich mega cool aus, mega nice, schärfere Texturen. Es macht einfach viel mehr Spaß. Also das ist echt ein geiles Ding. Ihr könnt es mal so machen, ihr müsstet mal eine halbe Stunde OMSI mit SweetFX fahren, danach ohne SweetFX. Dann merkt ihr den Unterschied richtig. Oder wenn ihr vorher noch nicht SweetFX hattet, dann merkt ihr auch, wie geil die Grafik am Ende ist. Ja? Also, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, macht keine Probleme und ja. Schon ein geiles Ding. So. Wir bleiben am besten hier stehen. Machen Shift Z für die FPS. Wir haben aktuell, wie ihr seht, ungefähr 150 FPS. Das ist ein Wert, den hatte ich noch nie gehabt, den OMSI. Werde ich auch nie kriegen bei einer Busfahrt. So, und das mit SweetFX. So, jetzt drücken wir mal die Ende-Taste. Und ihr seht, wir haben, ja, schwankt zwischen 155 und 157. Und wenn wir ihn wieder anmachen, na gut. Also man merkt doch schon was. Also 2-3 FPS gehen dadurch doch schon flöten, aber das merkt man kaum. Aber es lohnt sich. Ja, es lohnt sich wirklich. Hier haben wir sogar 200 FPS ohne Grafikmod. Und ja, hier merkst du es. Also ohne Grafikmod hast du jetzt. Warte, nee, doch. Mit Grafikmod haben wir jetzt hier gerade 200, ja, 250 FPS. Ja, kommen wir noch fast an die 260 ran. Nee, doch nicht. Und ohne Grafikmod haben wir sogar 270 FPS fast. Also ungefähr 5 bis 10 FPS verliert ihr schon. Aber das ist für mich persönlich kein Problem. Aber ihr seht ja hier, wie geil die Grafik ist. Das ist gerade ohne SweetFX. Und das ist mit. Also man merkt schon den Unterschied zwischen SweetFX und ohne SweetFX. Wir setzen uns mal rein. Das ist die Lage ohne SweetFX. Und das ist die Lage mit. Also man sieht auch hier schon, die Texturen sind schärfer als vorher. Also gefällt mir persönlich am besten. Wir können ja mal gerne nachts probieren. Am Abend. So. CPU, nein, will ich haben. So. Das ist mit, das ist ohne Grafikmod. Und jetzt zeige ich euch mal mit Grafikmod. Mich viel dunkler und angenehmer sogar. Also, ich persönlich bin ein Fan von SpeedFX und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wer einen guten Rechner hat und bei dem OMSI gut läuft, kann ich es echt empfehlen, das Ganze mit zu installieren, weil das sieht, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, also ne? Wie gesagt, ist schon cool der SweetFX Mod. Und ganz ehrlich, ohne SweetFX fahre ich meistens kein OMSI mehr. Also ich habe nur noch den SweetFX drin, ist genau wie beim Train Simulator. Ist eine geile Sache, macht OMSI noch schöner und besser von der Grafik her. Und ich muss sagen, dass mir das Ganze sehr viel Spaß macht mit SweetFX, weil ohne SweetFX hast du sogar noch ein bisschen heller. Ist ein bisschen blöd. Und mit natürlich dementsprechend dunkler. Ja, das war's. Das war's vom OMSI 2 Tutorial. Gleich im Anschluss oder eben davor kam mir ja der Train Simulator Tutorial. Da habe ich, glaube ich, auch was mit dem Soundmod gezeigt. Ne? Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr ein paar Tutorial-Wünsche habt, schreibt sie in den Kommentaren. Ich weiß, ich bin momentan echt eine faule Drecksau, der die Kommentare noch nicht gelesen hat, noch nicht beantwortet hat. Es tut mir wirklich leid. Ich werde jetzt die nächsten Tage mich drum kümmern. Ich habe über 120 Kommentare offen und das ist toll. Ja, ich sollte so langsam echt lesen und auch beantworten. Also, wie gesagt, falls euer Kommentar schon 2, 3 Wochen alt ist und ihr habt eine Frage gestellt, keine Sorge, ich beantworte sie noch. Ich habe es noch nicht gelesen, es tut mir wirklich leid. Aber momentan hänge ich bei YouTube, was Kommentarenlesen angeht.
Tut mir leid. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Samstag. Morgen kommt eine neue OMSI 2-Folge. Und nächster Livestream wird dann am Freitag sein. In diesem Sinne, macht's gut, euer TrainerOMSI DB. Tschüss!